Jo Leute und hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Crew Part Nummer 12. Sollte Part Nummer 12 sein. Ja, nachdem jetzt die letzten Tage keine Videos kamen, da ich persönlich keine Zeit hatte und keine Zeit gefunden hatte zum Aufnehmen, kommt jetzt wieder ein neues Video und ich habe mir heute vorgenommen, dass wir uns die neuen Autos anschauen, die jetzt mit dem DLC Speed Car Pack, glaube ich, heißt das. Speed, Super Speed, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es der Mercedes-Benz C63 AMG Black Series, der Alfa Romeo 4C und dann noch der richtig geiles Auto, der Saleen S7. Auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich glaube, wir gucken uns einfach mal hier irgendein Auto an. Wo haben wir denn jetzt hier irgendwie? Da haben wir jetzt mal ein Bentley. Da haben wir zum Beispiel hier den Alfa Romeo 4C. Ja. Ist auf jeden Fall ganz witzig hier. Was ist das denn für ein Innenraum? Wo ist der Drehzahlmesser? Ach stimmt, da soll der Drehzahlmesser sein, aber irgendwie ist das Ding animiert. Auf jeden Fall auf Serie noch. Naja, gut, gucken wir uns den nächsten Wagen an. Soll ich da runter scrollen? Ja, ich würde mal sagen, wir tunen die. Und dann gucken wir mal, wie die sind. Jetzt hier der Saleen S7. Boah, ist das ein Biest. Boah, ja, ist das ein Biest, der Saleen. Was? Alter, der ist ja mal unnormal schnell. So, und dann kommt jetzt nochmal der C63 AMG. So, ich weiß gar nicht, auf was man den... Den Saleen kann man auf Rennen tun. Geschwindigkeit 400 km/h. Alter, Verwalter, das ist ein Monster, ist das. So, ich würde sagen, tunen wir die doch einfach mal heute. Boah, der ist so ein Biest, der C63. Der sieht auch geil aus. Mal Soundcheck hier. Wir erstmal würde ich sagen, tunen das Ganze erstmal auf Performance und dann noch auf Rennen. Ich versuche heute nämlich noch ein Part aufzunehmen. Und dort fahren wir dann einfach mal Rennen mit den Dingern. Ich suche mir mal wieder ein paar Portionsmissionen aus, die wir dann halt auch zeitlich schaffen würden. Ja, mittlerweile glaube ich, sind wir schon 25 Abonnenten auf jeden Fall krass gestiegen jetzt in den letzten Tagen. 5 Abonnenten dazu bekommen. Für mich, für meine Verhältnisse schon richtig krass viel. Ja, naja, werden wir mal sehen hier, was wir da so schönes zaubern können aus der Karre hier. Ja, nett. Nett. Richtig nett. Und wieso sind da diese hässlichen Felgen drauf, obwohl wir hier gar nicht diese hässlichen Felgen drauf haben? Boah, Farbe. Ach, die offiziellen Farben haben wir ja, glaube ich, schon in unserem Hauptquartier. Ich glaube, dann tun wir die gleich nochmal im Hauptquartier. Das wäre so ein typisches Black Series Fahrzeug. Ich glaube, das nehme ich sogar mal, weil das geil aussieht. Innenraum. Aluminiummix. Gar nichts, kann man nichts dran ändern. Ehrlich jetzt? Naja. Vordere Stoßfänger haben wir nur den Standard. Na, wir lassen den aber jetzt mal so. Hinterer Stoßfänger. Ich weiß jetzt nicht, was sich daran ändert jetzt. Ach, da unten ist Carbon. Na, lassen wir mal Carbon. Kotflügel, Seitenschweller machen wir. Lassen wir die auch mit Carbon dran. Felgen haben wir da. Ach, die stimmt, die offiziellen haben wir auch alle. Außenspiegel lassen wir auch Carbon. Hinterer Flügel müssen wir noch den. Jawohl. Das ist. So muss ein Black Series aussehen. So, Motorhaube. Ich glaube Carbon. Ja, Carbon wollen wir nicht drauf haben, oder? Machen wir Carbon? Wir machen mal Carbon. Dann hauen wir doch einfach mal Carbon raus. So, dann tunen wir noch mal kurz hier den. Saleen S7. Boah. Das ist schon ein richtiges Biest. Ich vermerke, oh ja gut, die Felgen müssen geändert werden und... Oh. Auf jeden Fall
Fall müssen wir da andere Felgen draufhauen, weil diese Felgen gehen einfach mal gar nicht. Farbe? Schillernd? Eieiei, das wäre immer auch böse, aber irgendwie passt das nicht zum Salin. Hier ein bisschen rot. Und lassen wir den erstmal so. Ich glaube, wir lassen den erstmal so. Aufkleber. Nein, wir packen natürlich keine Aufkleber auf den Salin. So, da kann man aber wenigstens den Innenraum ändern. Eigentlich gelb. So. Hallo. Komplett rot. Gibt es hier kein Orange oder so? Ich meine, das sieht ja eigentlich auch geil aus. Aber ich glaube, wir lassen es einfach so. Vordere Stoßfänger. Den. Den. Ne, das ist der Standard, glaube ich, oder? Ja, wir lassen einfach mal den. Hinterer Stoßfänger. Lassen wir auch den. Goldflügel können wir wie immer nie nichts ändern. So, lassen wir auch mal so. Felgen müssen wir auch gleich ändern. Außenspiegel. Die werden auch nur so gemacht. Hinterer Flügel. Ja, und den Standard drauf, aber wir lassen einfach mal den Carbon, weil es geil aussieht. Das ist auch noch. Ja, machen wir auch mal Carbon. So. Und dann werde ich die Autos einfach gleich nochmal tunen, ohne das aufzunehmen, weil ansonsten ist es ja irgendwie langweilig für euch. Darauf habt ihr auch keinen Bock, deswegen mache ich das gleich einfach mal selber. Mal gucken, was der jetzt hier aus dem Alpha 4C hier rausholt. Diese hässlichen Felgen. Oh, der sieht schon nicht schlecht aus. So, Farbe lassen wir mal so. Innenausstattung nur Carbon. Ah, lassen wir aber auch mal. Weil da habt ihr das gesehen hier, da steht noch ein 4C drin, hier unter dem ersten Scheinwerfer. Oder über dem letzten. Da steht einfach nochmal 4C drin. Auch geil. Das ist eigentlich mal eine aggressive Front für ein kleines Auto. Also wenn ihr so ein Auto auf Autobahn begeht, mit so einer Frontschütze, ich glaube, dann würdet ihr sogar freiwillig Platz machen. Ansonsten bekommt ihr ja, was weiß ich, sehr höllische Angst. Zumindest ich würde dabei Angst kriegen. Eieiei. Doppelrohr. Nein, dann machen wir noch hier. Komm, dann müssen wir nochmal. Welche Rückleuchten nehmen wir? Ich finde die Rückleuchten irgendwie geil. Nehmen wir die. Torflüge kann man nichts machen. Seitenschwelle. Einmal den. Mal komplett Carbon. Ich glaube, wir nehmen mal komplett Carbon. Haben so ein komplettes Carbon-Chassis hier unten. Ja, gut. Felgen können wir wieder nichts machen. Das war ja klar. Außenflügel wieder normale. Ja. Hinterer Flügel. So einen kleinen Spoiler sieht auch irgendwie geil aus. Ah, ne, wir lassen einfach mal eine kleine Lippe drauf. Motorhauben. Machen wir den besonders Carbon-Monster. Einmal bitte rausgehen hier. Dankeschön. Ja, im nächsten Part werden wir dann auch das Auto, die Autos auf Rennen tunen, also zumindest die auf Rennen gehen, also der Salin S7 und der C63 AMG Black Series. So, überspringen. Mal gucken, wie der jetzt so abgeht hier. Ja. Kann man machen. Weil die Bremsen sind auch sehr gut. Kleines Spaßauto. Ja gut, wir wollen nicht lange schnacken, wir wollen zurück ins Hauptquartier. So, schön am Laden hier. So, hier müssen wir erstmal die Felgen ändern. Das geht gar nicht. Farben.
So, das sind hier, die sind die offiziellen Farben. Schwarz, Weiß, Silber, Dunkelrot, Hellrot, eine Art, ein etwas helleren Rot. Mattschwarz. Sieht ja auch eigentlich ganz okay aus. Boah. Einfach weil es lustig ist, machen wir das. Was habe ich? Habe ich irgendein neues Kennzeichen oder so? Was haben wir denn mal? New York? Haben wir denn, ja, hauen wir mal New York drauf. New York sieht immer chillig aus. Felgen. Nein. Straße. Offizielle. Mal die und einmal ein Schwarz. Ich würde sagen, wir machen die schwarz. So. Nehme ich gleich hier schon wieder 11 Minuten auf. Aber naja. So, erstmal hier den Salin. Farben, offizielle Farben vom Salin. Oh, das Blau sieht chillig aus. Ich glaube, ich nehme das Blau. Nehmen das Blau. Machen da wieder New York. So, Felgen. Was haben wir da für Felgen drauf? Einmal die und einmal Rennfelgen. Nein, wir machen die normalen Salin-Felgen drauf. Mal gucken, hier, was er hier so aufs Tacho bringt. Ja, der geht ordentlich. Gleich 300 sogar schon. So. Und dann können wir noch mal kurz hier beim AMG gucken. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der war. Ich glaube, der war hier. Ja, genau. Mit denen hier einmal. Visuell, Farben. Die offiziellen Farben. Ja, hier dieses Schwarz, Weiß. Oh, das Rot sieht auch geil aus. Aber wir lassen einmal dieses eloxierte. Ja, das sieht auch ganz geil aus. Machen wir wieder. Was machen wir jetzt hier mal drauf? Na, auch New York. New York ist einfach das, was am meisten ballert. Offizielle Felgen haben wir einmal die schwarz und einmal. Was sind die Rennfelgen? Ich kann mir sogar schon gut vorstellen, was es dann für eine Auto, was dann für eine Karre wird. Ich glaube, es wird dann ein DTM-Wagen. Aber mal jetzt grob geschaut. Eieiei, er zieht aber ordentlich. 160, 180, 200, 220. Eieiei, das Ding geht ja mal richtig. 240. Das Ding ist nicht getuned, Leute. Wenn das Ding noch, wenn ich das Ding gleich noch tune, das ist dann 280. Und wohlgemerkt, das Ding hat 7 Gänge. 6,3 Liter V8 schnurrt hier unter dieser geilen Kiste. Vielleicht mal einfach ein bisschen am Nitro spielen. So, 320. Ab jetzt wissen wir nicht mehr, wie schnell er ist. Nein, wir machen einfach nochmal die Felgen drauf. Ja gut, Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für Part Nummer 12. Sollte es sein, falls es nicht Nummer 12 ist, werde ich das noch ändern. Aber dann tut es mir leid, wenn es falsch ist. Ja, Leute, also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Lasst doch ein Abo da, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und jo, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.